Hallo, ich bin Andreas Geiger und ich möchte euch heute zeigen, wie man die X-Kapi mit Hilfe eines AnyNode Space, wie wir auf demselben Rechner installiert haben, mit einem Microsoft Lync Server verbindet. Die Aufgabe des AnyNodes ist in dieser Konstellation dafür zu sorgen, dass die RTP-Daten nach einem Vermittlungsvorgang von der X-Kapi direkt vom Endgerät zum Endgerät gehen. Ohne das AnyNode kann die X-Kapi nur simuliertes Vermitteln am Lync-Server vornehmen, da der kein echtes Vermitteln, also kein Refer, unterstützt. Ich habe hier schon mal eine virtuelle Maschine vorbereitet. Wir fangen gleich an mit der X-Kapi-Konfiguration. So, jetzt startet gleich der Controller-Assistent. Hier wählen wir PBX oder VoIP-System aus, wählen hier Localhost aus, oder Loopback-Pseudo-Interface, wählen dann hier AnyNode on Localhost aus, wechseln hier noch 4 Channels, da haben wir ein bisschen mehr, und sind fertig. Eine Lizenz installieren wir mal nicht, da die Lizenz, die ja voreingestellt ist, wenn man keine Lizenz installiert, schon für 4 Leitungen funktioniert und das ist ausreichend für uns jetzt hier. Beenden wir die X-Kapi-Konfiguration und starten das AnyNode Frontend. So, wenn das jetzt aufgeht, erscheint auch gleich der Hinweis, dass wir keine Lizenz installiert haben. Das wollen wir dann natürlich auch gleich machen, weil das AnyNode ohne Lizenz gar nicht läuft. Wir liefern auch eine Demo-Lizenz mit für 4 Leitungen, die könnte man jetzt installieren. Das machen wir in diesem Fall aber nicht, weil die nämlich den Pass-Through-Modus der Mediendaten nicht unterstützt. Deshalb haben wir hier eine Extra-Lizenz oder müssen wir eine Extra-Lizenz installieren, also eine ganz normale. Ich habe hier schon LOD-Key vorbereitet. Und schon geht's los. Jetzt wird die Lizenz vom Lizenzserver abgefragt und auch gleich installiert. Dauert einen kleinen Augenblick und schon sind wir fertig. Dann können wir gleich mit der richtigen Konfiguration beginnen. Wir gehen hier auf Wizard. Das startet unseren Szenarienassistenten. Hier wählen wir jetzt das richtige Szenario aus. In diesem Fall nehmen wir VoIP-PBX und Lync-System, weil die X-Kapi hier unter als VoIP-PBX oder Gateway gesehen wird. Jetzt können wir gleich wir starten mit dem Microsoft Lync-Server. Mit der Konfiguration wählen jetzt gleich eine Netzwerkkarte aus, hier die Hyper-V. Können hier auch noch die IP-Adresse auswählen. Gehen dann weiter. Hier ist der Port 5090 vorinstalliert. Das ist der Port, wo uns der Microsoft Lync Server erreichen kann. Das habe ich jetzt schon auf der anderen Seite, also in der Konfiguration auf dem Lync Server, so eingestellt, dass wir unter 5090 zu finden sind. Also ich habe dort ein PSTN-Gateway mit den entsprechenden Trunk-Einstellungen konfiguriert. Dann gehe ich mal weiter. Dann könnte ich jetzt hier den oder muss ich hier die Adresse des Lync-Servers eintragen. Beziehungsweise wir haben das hier alles im DNS schon hinterlegt. Deswegen können wir hier das obere Feld nehmen und der Lync-Server ist unter dieser DNS-Adresse zu finden. So, Incoming-Manipulation und Outgoing brauchen wir erstmal nicht. Display-Name, das lassen wir auf dem. Das ist nur der Name, der in der Konfiguration angezeigt wird.
Und dann sind wir hier schon mit fertig. Das könnte man hier nochmal kontrollieren. Und dann gehen wir aufs VoiceOver-IP-System. Da müssen wir jetzt die X-Gabel konfigurieren oder auswählen aus der Liste hier. Müsste weiter unten sein. Da X-Gabel bei Localhost auch. Da muss man eigentlich gar nichts einstellen. Das Einzige, was wir machen, wir nehmen mal hier aus dem Namen das Localhost weg und sind fertig. Routing machen wir Direct Routing. Alles soll, alles was von XKW kommt, soll Lync gehen und andersrum. Schon fertig. Jetzt haben wir hier zwei neue Nodes, nämlich dann einfach einmal den Microsoft Lync Node und den XKW Node. Und die sind hier in der Routing Domain miteinander verknüpft worden. Das ist das, was der Assistent gerade gemacht hat. Alles, was von der XKP kommt, also Source Node des XKP, geht zum Microsoft Lync Server und alles, was vom Lync Server kommt, geht zur XKP. Jetzt müssen wir, damit das mit dem Vermitteln und dem Pass-Through funktioniert, hier noch eine weitere Einstellung machen. Wir müssen hier auf Establishment gehen und dort ein Routing Forward Profile konfigurieren. Standardmäßig könnte man hier eins auswählen, das ist aber ganz drin. Also kreieren wir uns eins und sagen, die Medien sollen ja, Pass-Through an uns vorbeigehen. Damit wären wir fertig. Das gleiche Profil stellen wir jetzt auch in der zweiten Richtung ein. Ne, in die Create müssen wir nicht machen, sondern hier das gleiche nochmal auswählen. Und schon haben wir das bei beiden ausgewählt. So, jetzt müssen wir hier noch unter Detail Settings eine Path Replacement Route anlegen. Da wählen wir aus Disable Filter, weil wir das immer machen wollen. Gehen auf Replace Call. Hier wählen wir noch das Routing Forward Profile aus, was wir bei den anderen Routen auch haben. Und sind soweit fertig. Einen Namen legen wir jetzt hier nicht an. Das ist jetzt das Wichtige. Wenn das nicht eingetragen ist, würden bei einem Vermittlungsbefehl von der XKP, also einem Refer, die Routen nicht ausgelöst werden. Das heißt, es würden dann Schleifen entstehen. So, damit sind wir dann schon fertig. Jetzt machen wir einfach Commit. Gehen in den Monitor-Mode. Jetzt mache ich das hier mal ein bisschen kleiner. Und schiebe das nochmal so zur Seite. Und starte die XKW an. Oder die XKW, das X-Test. Und mache mal einen Test-Call zu meiner Rufnummer im Lync. Ich sehe das hier auch gleich im Monitor. Ah, hier unten kommt schon der Lync-Client, der ist aber noch nicht so ganz aufgewacht. Ich beende das nochmal, mache das nochmal. Ah, jetzt kommt er, klingelt hier und jetzt lege ich den aber wieder auf. So, ich mache das hier noch mal ein bisschen größer, passt ein bisschen mehr rein. Und jetzt mache ich einen Ruf von draußen, nehme den an und das ist jetzt ein bisschen leichter, für, um euch das hier zu zeigen, mache ich noch einen zweiten Ruf von draußen, nehme den auch an, gehe dann hier auf Supplementary Services und vermittle die beiden Rufe. Ich sehe hier schön die beiden Rufe drin. Jetzt kommt das Vermitteln und die beiden Rufe sind jetzt disconnected und der neue Ruf ja, geht, also es besteht jetzt noch ein Ruf, aber die RTP-Daten, das kann ich jetzt leider hier nicht so sehen, gehen jetzt nicht mehr über unseren Server, sondern werden direkt von den beiden Endgeräten oder gehen von Endgerät zu Endgerät. Ja, das war es jetzt schon mit dem Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.